Bam! Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020, zu dem 9. Türchen, das wir heute öffnen. Erinnert euch jeden Tag eine Frage und ein Engel, der dich auf dem Weg zu Weihnachten hin begleiten soll. Und die Frage, die ich heute aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Beilfuß fragen können, wie Küsse schmecken, dir als Kuss aufs Auge drücken will, so wie das in dem schönen Jugendspruch heißt, ich küsse dein Auge, Ehrenmann. Ja, diese Frage heißt, was hat sich eigentlich im Lauf der letzten Jahre, im Lauf der Zeit in deiner Familie am Feiern des Weihnachtsfestes verändert? Was hat sich am Feiern des Weihnachtsfests für dich verändert, wenn du so auf die Zeit zurückschaust? Und der heutige Engel, den ich wieder mit meiner Engelsbrille betrachten werde, aus diesem Buch von Anselm Grün, dieser Engel ist der Engel der Gerechtigkeit. Der Engel der Gerechtigkeit, der möge immer bei dir sein, wenn du einen Ausgleich suchst zwischen den verschiedenen Bestrebungen deines Herzens, zwischen deinem Wunsch nach Freiheit und deiner Verpflichtung deiner Familie gegenüber, zwischen Nähe und Distanz, zwischen dem Festhalten an deiner Meinung und der Offenheit für die Wünsche des anderen, zwischen deinem Recht auf Leben und dem Recht des anderen, zwischen deinem Maß, das für dich stimmt, und den Erwartungen, die andere an dich haben. Und ein Engel möge dich begleiten, wenn du für eine Gruppe nach einer Lösung suchst in einem Konflikt, der auf den ersten Blick unlösbar erscheint. Der Engel möge dich selbst dabei aufrichten, damit du richtig leben kannst, aufrecht, authentisch, dass du zugleich dir gerecht wirst und dem Nächsten, deinem eigenen Willen und dem Willen Gottes. Dabei möge dir dieser Engel zur Seite stehen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag mit der Frage und deinem Engel. Und freue mich darauf, wenn du morgen wieder einschaltest, wenn wir das nächste Türchen öffnen.